Leute, ich habe ein Paket von Frank bekommen und das möchte ich mit euch zusammen öffnen. Das ist ein Gewinn von der Bewerbungsaktion von dem Kanal Buschweibel. Leider haben sonst keine Menschen Zeit gefunden, mitzumachen und ihre Unterstützung dem Frank zu zeigen. Der Klang war schon richtig ein bisschen traurig. Hallo Benjamin, es bleibt dir frei, diesen Brief vorzulesen. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch. Du hast an meinem Giveaway teilgenommen und zählst zu den glücklichen Gewinnern. Nachdem wir nun das Organisatorische abgeschlossen haben, erhältst du nun mit diesem Päckchen deinen heiß ersehnten und wohlverdienten Preis. Ich hoffe, du hast viel Freude damit. Gruß Buschweibel Frank. So. Ich habe gesagt, wenn das Porto nicht mehr kostet, dass er mir dann auch den Tee-Ei-Kocher mit ins Paket legt, dass ich den mal testen kann. Da freue ich mich drauf. Super gearbeitet. So, das ist Spiritusflasche. Hier ist mein ersehnter. Titanfolien S-Bit Kocher. Wirklich extrem leicht. So, in der Art. Ich glaube, ihr kennt es ja von seinem Kanal. Und was haben wir hier? Ah, hier ist der kleine Mack. Und der Kompass. Wunderbar. Dann habe ich sogar in meinem EDC einen Kompass dabei. Normalerweise den einzigen Kompass, den ich als seriösen Kompass habe. Das ist mein russischer Besche Adin, also BSCH-1 von 1989. Ein richtig großer Kompass, aber den würde ich nur zu Expeditionen mitnehmen. Aber das Teil, das ist ja auch gut für jeden Tag. Vielen Dank. Kommt ein Schlüsselbund. So, dann haben wir hier noch den kleinen Mack. Oh, mit Gravur. Buschweibel 500 Abo Giveaway. Gravur. Einem Karabiner dabei. Cool. Schönes Andenken. Was haben wir denn hier noch? Ohne Packung. Coca-Cola, die Energie zahlt Bitterschokolade. Cool. Super, Dank. Danke dir, Frank. Finde ich nett. Und jetzt widme ich mich mal dem anderen Sachen hier. Vielen Dank. Und Leute, schaut mal bei Frank vorbei. Der macht solche genialen Basteleien fast mit wissenschaftlicher akribischer Genauigkeit untersucht er dann, wie viel Gramm sowas hat und wie schnell was kocht und was man alles machen kann, um sein EDC zu erleichtern und dergleichen Dinge. Und das hat jetzt die Scheckkartengröße. Ich habe hier so eine kleine Scheckkartenpouch, wo Dinge reinkommen, die ich nicht unbedingt im Portemonnaie direkt auf der Person dabei haben muss. Und da passt auch das rein. Also, vielen Dank.